Es kommt die Zeit, da werden Menschen aus vielen Städten und Völkern einander auffordern: Kommt, wir wollen nach Jerusalem gehen und den Herrn, den allmächtigen Gott, anbeten und um seinen Segen bitten. Diese Vorhersage des Propheten Sacharja wird sich erfüllen, wie alle Offenbarungen, die Gott seinen Propheten eingegeben hat. Jerusalem spielt in der Geschichte Gottes mit den Menschen eine wichtige Rolle und deshalb berichten wir aus dieser Stadt und aus dem Land der Bibel. Das haben wir heute für Sie. Beispielhaft: Israelin spendet Niere für ein Kind aus Gaza. Unglaublich: Nichtraucher werden in 90 Minuten. Und biblischer Impuls von Heiko Bräuning: Freut euch mit Jerusalem. Aber zuerst ist es Zeit für die wichtigsten aktuellen Meldungen aus Israel. Die hat nun unsere Nachrichtenredaktion für Sie. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der palästinensische Erzterrorist Zakaria Zubeidi und drei seiner Kumpane sitzen wieder hinter Schloss und Riegel. Die Polizei verhaftete die entflohenen palästinensischen Häftlinge in der Nähe von Nazareth sowie auf einem Parkplatz in Nordisrael. In Nazareth hatten zwei der Entflohenen eine Mülltonne nach Essbarem durchsucht und eine Frau um Hilfe gebeten. Die alarmierte jedoch die Sicherheitskräfte. Alle vier Verhafteten waren ausgehungert, schmutzig und unbewaffnet. Offenbar hatten sie vergeblich auf Unterstützung durch arabische Israelis gehofft. Die Polizei fahndet weiter mit einem Großaufgebot nach den zwei übrigen Gefängnisausbrechern. Rund 27.000 ultraorthodoxe Männer sind von einer Pilgerreise nach Uman in der Ukraine wieder nach Israel zurückgekehrt. Sie hatten dort wie jedes Jahr am Grab des Rabbiners Nachman gebetet, getanzt und gefeiert. Mindestens 2.400 von ihnen wurden nun nach Angaben des Gesundheitsministeriums positiv auf das Coronavirus getestet. Der weit überwiegende Teil der Infizierten sei nicht geimpft gewesen. Einige hätten sich den Zugang zum Flugzeug mit gefälschten negativen Corona-Tests verschafft. Ministerpräsident Bennett kündigte harte Strafen für alle an, die versuchen, mit gefälschten Dokumenten nach Israel einzureisen und so die Bevölkerung gefährden. Ihnen drohen bis zu 5 Jahre Haft. Nur ein Trümmerberg blieb von einem großen Mehrfamilienhaus in der zentralisraelischen Stadt Holon übrig. Die Bewohner hatten plötzlich seltsame Geräusche gehört und Risse in den Wänden bemerkt. Daraufhin wurde das Gebäude von der Polizei evakuiert. Am folgenden Tag stürzte es dann in sich zusammen. 32 Familien verloren ihr ganzes Hab und Gut. Sie wurden bei Verwandten, in Hotels und einer städtischen Notunterkunft untergebracht. Die Ursache des Einsturzes ist unklar. Anwohner sprachen von einem Wunder, dass niemand verletzt wurde oder ums Leben kam. Der Reigen der hohen jüdischen Feiertage geht weiter. Auf das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah folgt der Versöhnungstag Yom Kippur, vom Abend des 15. bis zum Abend des 16. September. Der höchste jüdische Feiertag ist ein Buß- und Fastentag. Dabei steht das öffentliche Leben komplett still. Auf den Straßen fahren nur noch Polizei und Rettungsfahrzeuge, auf den Autobahnen sind Fahrradfahrer unterwegs. In den Synagogen wird ein kollektives Sündenbekenntnis abgelegt. Der Gottesdienst dauert in vielen Gemeinden den ganzen Tag. Im Mittelpunkt stehen Reue, Umkehr und die Versöhnung mit Gott. Am 20. September beginnt dann bereits das Laubhüttenfest Sukkot. Wir schauen noch kurz aufs Wetter. Es wird etwas kühler und zeitweise gibt es einige Wolken. In Jerusalem liegt die Höchsttemperatur bei 28 Grad, nachts kühlt es auf 16 Grad ab. Das waren unsere Meldungen für diese Woche. Machen Sie es gut! Wir kommen zu einer Frau, die Schlagzeilen gemacht hat. Wohl jede Zeitung und jeder Fernsehsender in Israel hat über sie berichtet. Edith Harel Segal hat eine Niere gespendet. Empfänger war ein kleiner Junge aus dem Gazastreifen. Die Erzieherin wollte damit ein Zeichen setzen. Liebe und Vergebung sind wichtiger als Hass und Rache. Doch ihre Familie war strikt dagegen. Nahe Verwandte haben bei palästinensischen Terroranschlägen ihr Leben verloren. Aber Edith blieb stur und verwies auf den jüdischen Glauben. Das Retten von Leben hat den höchsten Stellenwert. Edith Harel Segal mag es, in ihrem kleinen Garten zu arbeiten und mit ihren Tieren zu spielen.
Über sich selbst sagt sie, sie sei eine kleine Frau, eine Kindergärtnerin aus dem nördlichen Galiläa. Ihr Einfluss auf die Welt sei minimal. Doch die 50-jährige Mutter von drei Kindern hat Bemerkenswertes geleistet. Sie hat eine Niere an ein Palästinenserkind gespendet. Ihre Familie war von Anfang an dagegen. Die Idee und meine Gedanken dazu hatte ich nur in meinem Kopf. Ich habe sie niemandem mitgeteilt. Nicht einmal mein Mann wusste davon. Er ist zufällig auf Dokumente gestoßen, die ich für die Organisation Lebensgeschenk ausgefüllt habe. Und er hat mich gefragt, was das sei. Ich erklärte ihm, dass ich gerne etwas machen möchte, das Bedeutung hat. Die Idee, ein Organ spenden zu wollen, war für ihn unverständlich. Er hat mich nicht unterstützt, weil er Angst vor diesem Schritt hatte. Daraufhin habe ich meine Familie eingeweiht. Sie stand unter Schock. Edith ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Sie ging ins Krankenhaus, wo die vorgeschriebenen Untersuchungen und Tests gemacht wurden. Die Ärzte freuten sich über einen Treffer in der Datenbank. Ediths Niere schien geeignet für einen 54-jährigen jüdischen Familienvater. Aber kurz darauf bekam sie von den Medizinern die Nachricht, dass ihr Organ doch nicht passe. Nach einiger Zeit erhielt sie erneut einen Anruf. Wir haben die perfekte Übereinstimmung gefunden, sagten sie. Der Patient sei ein Kind. Ich selbst bin Kindergärtnerin und für ein Kind zu spenden ist unglaublich. Doch dann wurde mir eröffnet, dass es sich um ein Kind aus Gaza handelt. Ich dachte zuerst, Kind ist Kind, es ist egal, wo es geboren wurde. Man gab mir jedoch die Möglichkeit, noch einmal darüber zu schlafen und mit meiner Familie Rücksprache zu halten. Ich erklärte der Anruferin, dass sie meine Zusage habe, aber wenn es ihr wichtig ist, dass ich noch einmal darüber nachdenke und Rücksprache halte, dann werde ich das tun. Aber meine Antwort wird morgen die gleiche sein. Als ich auflegte, dachte ich mir, wow, ein Kind aus Gaza, es wird nicht einfach, das zu erzählen. Edith hatte die Geschichte ihrer Familie vor Augen. Die Eltern ihres Vaters wurden bei einem Terroranschlag in Jerusalem von Palästinensern getötet. Ihr Vater wuchs in einer Adoptivfamilie auf. Sein Adoptivonkel fiel einem weiteren Terrorschlag zum Opfer. Ein Kind aus Ediths Kindergarten verlor später während des Militärdienstes in Gaza sein Leben. Edith wollte dennoch spenden, auch wenn ihr Vater aus Protest nicht mehr mit ihr sprach. Einen Tag vor der OP wurde ich im Krankenhaus aufgenommen. Als ich auf die Station kam, habe ich darum gebeten, den Vater des Kindes zu treffen. Wir waren auf der gleichen Station und unsere Zimmer waren nebeneinander. Ich habe plötzlich einen jungen, bärtigen Mann gesehen. Ich fragte ihn, ob er der Vater des Kindes sei, dem ich eine Niere spende. Die Kontaktaufnahme war nicht einfach, da er nur Arabisch sprach und meine Arabischkenntnisse nicht so gut sind. Leider sprach er auch kein Englisch. Darum haben wir uns über einen Internetübersetzer verständigt. Ich habe ihn darum gebeten, den Kleinen treffen zu dürfen. Ich hatte nämlich auch ein paar Geschenke für ihn dabei. Ein paar Kinderbücher und einen Teddybären. Eine Nierenspende ist keine Kleinigkeit, unterstreicht die Direktorin des Schneider Kinderhospitals Dr. Efrat Bronn-Halef. Der Entscheidung, eine Niere zu spenden, muss das volle Verständnis vorausgehen, was es bedeutet, mit nur einer Niere weiterzuleben. Oft wird es so hingestellt, dass bei zwei Nieren eine davon überflüssig wäre. Es stimmt auch, dass man ein hohes Alter mit nur einer Niere erreichen kann. Aber die eine Niere, die übrig bleibt, muss eben weiterhin gesund arbeiten und das über einen langen Zeitraum hinweg. Darum ist die Entscheidung, ein Organ zu spenden, nicht einfach. Eine Kommission untersuche vor jeder Transplantation, ob der Spender aus freien Stücken handelt oder unter Druck gesetzt wurde. Dass Kindern aus Gaza geholfen werde, sei eine Selbstverständlichkeit. Wir im Kinderkrankenhaus glauben, dass die Medizin über jeder politischen Einstellung und über jedem politischen Konflikt steht. Kinder sind nicht Teil politischer Auseinandersetzungen. Kinder bleiben Kinder, egal wer sie sind.
Darum ist es unsere Mission als Kinderkrankenhaus in Israel, jedem Kind medizinische Hilfe zu ermöglichen, egal von wo es kommt. Natürlich in erster Linie israelischen Kindern, aber eben auch Kindern, die aus den benachbarten palästinensischen Autonomiegebieten oder angrenzenden Ländern stammen. Anerkennung hat Edith letztlich zumindest von ihren eigenen Kindern bekommen. Nach der Organspende erklärte mich meine Tochter zur Heldin. Mein mittlerer Sohn fand meine Spende beachtlich. Aber ich glaube, meinen ältesten Sohn hat es am meisten berührt. Er hat einen Post geschrieben, in dem er meine Spende wertschätzt. Ich habe später verstanden, dass sich der Post in den sozialen Medien ausgebreitet hat und ich dadurch einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht habe. Ich bin darüber nicht sehr erfreut, da ich mich nicht gerne ins Rampenlicht rücke. Aber mit ihrem ungewöhnlichen Schritt hat sie die öffentliche Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass es auch in Israel an Organspendern fehlt. Seinem Nächsten etwas Gutes zu tun, egal in welcher Form, hält Edith für eines der wichtigsten Dinge im Leben. Wer mit dem Rauchen aufhören will, der weiß, der Weg aus der Sucht ist oft lang, es gibt häufig Rückfälle und viel Frust. Ein israelisches Unternehmen verspricht nun einen ganz schnellen Ausweg in 90 Minuten zum Nichtraucher und das für umgerechnet 700 Euro. Das Verfahren hat angeblich eine Erfolgsquote von 95%. Wir haben uns das mal näher angeschaut. Wer diese Firma in Tel Aviv betritt, unterzieht sich einer freiwilligen Gehirnwäsche. Die Spezialisten von MindTech sollen dafür sorgen, dass sie nicht mehr rauchen oder Unmengen von Süßigkeiten futtern. Das Gehirn wird sozusagen umprogrammiert, die Sucht aus dem Unterbewusstsein vertrieben. Das vollzieht sich in einem besonderen Raum, der sogenannten Kapsel, erklärt Geschäftsführerin Smada Ashkenazi. Der Kunde bekommt eine tiefgreifende, imaginationstechnisch basierte Sitzung, die sich auch tiefe neurolinguistische Programmierung nennt. Diese Behandlung findet in der Kapsel statt. Das ist ein angenehmes, gemütliches Zimmer, das unsere Sinne verbindet. Man betritt das Zimmer barfuß. Es gibt besondere Tonwellen und ein anregender Duft wird versprüht. Das alles beeinflusst und verstärkt die Wirkung des Prozesses und garantiert am Ende auch den Erfolg. Das ist die erste Stufe der Behandlung. In der Kapsel gibt es spezielle Stoffe, Farben, Gerüche, hörbare und nicht bewusst hörbare Töne, Stimmen und Videos. Alles ist aufeinander abgestimmt. Die Reiseleiterin Jala Tabenkin wollte schon seit Jahren mit dem Rauchen aufhören, wurde aber immer wieder rückfällig. Als sie von dem neuartigen Angebot der jungen israelischen Firma hörte, war sie zunächst skeptisch. Zu oft hatte sie den Kampf gegen das verlockende Nikotin schon verloren. Vor allem hatte ich danach immer noch den Wunsch zu rauchen. Nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr habe ich wieder geraucht. Und das ist der Unterschied zu heute. Früher wollte ich die ganze Zeit rauchen. Dieser Wunsch sei nach den 1,5 Stunden in der Kapsel völlig verschwunden. Ich kann nicht erklären, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Ich glaube, die Kombination aus dem Video, dem Raum, dem Geruch und den Leuten war sehr stimmig. Was very coherentic. Der Schlüssel liegt im Unterbewusstsein, erklärt Produktmanagerin Liat Deutscher. Warum kommen die Menschen zu uns? Wir durchleuchten den Aspekt des Rauchens. Warum sind wir süchtig nach Zigaretten? Ich bin es inzwischen nicht mehr. Ich war süchtig, deshalb kann ich mich mit diesem Thema so gut identifizieren. Was läuft in unserem Unterbewusstsein ab? Unser Unterbewusstsein setzt uns gewisse Konditionen vor. Das heißt, wenn ich rauche, dann geht es mir gut. Aber das ist nur eine Illusion. Wenn wir rauchen, geht es uns nicht wirklich gut. Aber die Illusion hat sich durch psychologische Arbeit über Jahre hinweg tief in unser Unterbewusstsein eingebrannt.
Das Unterbewusstsein wird während der Zeit in der Kapsel verändert. Das hat auch der Taxifahrer Idan Baruch erlebt. Sein Problem waren nicht die Glimmstängel, sondern sein übermäßiger Konsum von Süßigkeiten. Dann hörte er im Radio von MindTech und entschloss sich zur Behandlung in der Kapsel. Seitdem ich den Raum verlassen habe, habe ich keinen schlechten Zucker mehr zu mir genommen. Ich habe nicht mal Gelüste auf Kohlenhydrate. Ich kam zu der Entscheidung, das Ganze durchzuziehen. Am nächsten Tag hat mich eine Beraterin für Diät- und Ernährungsmedizin der Firma angerufen und mir einen Ernährungsplan zusammengestellt. Der Plan ist an meine Wünsche angepasst und was ich gerne esse. Und hier hat mein Prozess begonnen. Ich hatte keine Gelüste mehr auf süßes oder auf kohlenhydratreiches Essen. Über Risiken und Nebenwirkungen der Behandlung ist wenig bekannt. Bislang bietet MindTech die Behandlung nur in Israel an. Aber eine internationale Expansion ist fest eingeplant. Das ehrgeizige Ziel? Weltweit über 100 Millionen Menschen zu erreichen. Zu Beginn dieser Sendung ging es darum, dass Israel im Heilsplan Gottes eine wichtige Rolle spielt. Das auserwählte Volk als ein Vorbild für die Welt. Das sorgt auch für Neid, Eifersucht und Bitterkeit. Dabei hätten wir doch allen Grund, uns mit Jerusalem zu freuen, findet Pfarrer Heiko Bräuning. Sein biblischer Impuls beginnt aber nicht mit einer Betrachtung der heiligen Stadt, sondern mit dem Märchen von Frau Holle. Kommen Sie doch heute mal mit zu Frau Holle. Einen wunderschönen Grimmschen Märchen. Sie wissen, wie das Märchen geht. Eine Witwe mag ihre nicht so attraktive und dazu noch faule Tochter und nicht die hübsche und sehr fleißige Stieftochter. Letztere muss am Brunnen sitzen und spinnen, bis ihr das Blut aus den Fingern spritzt, während die andere die personifizierte Faulheit ist. Beim Säubern fällt dummerweise die blutige Spule in den Brunnen. Die Stiefmutter besteht gnadenlos darauf, dass diese hübsche Tochter diese Spule wiederholt. Tatsächlich, darauf springt die fleißige Tochter in den Brunnen und erwacht auf einer Wiese wieder. Dort kommt sie der Bitte nach, gebackenes Brot aus dem Ofen zu holen und Äpfel vom Baum zu stütteln. Sie dient dieser alten Frau Holle, schüttelt ihr fleißig jeden Tag das Bett aus und bei jedem Bettschütteln schneit es auf der Welt. Schließlich will sie heim, obwohl es dort nicht so paradiesisch zugeht wie bei Frau Holle. Gesagt, getan, Frau Holle führt sie durch ein Tor, wobei Gold auf sie fällt und gibt ihr auch die Spule wieder. Aus Neid und Eifersucht schickt die Witwe ihre leibliche Tochter, die nicht so hübsche, auch dorthin. Möchte für sie das gleiche Glück wie das der fleißigen Tochter. Doch die ist faul. Sie hat da nie gelernt zu arbeiten. Daher kommt sie weder den Bitten des Brotes, der Äpfel und auch nicht denen der Frau Holle nach. Und zum Abschied fällt Pech auf sie. Pech, das nie mehr abgeht. Warum das Leid? Neid und Eifersucht. Nicht nur im Märchen. Auch in der Bibel lesen wir davon. Und wir wissen bis heute, dass ganze Völker und Nationen neidisch und eifersüchtig sind, immer auf das Gleiche, nämlich auf das Volk Israel, auf Jerusalem. Und dieser Neid und diese Eifersucht ist der Keim aller kriegerischen Handlungen. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch meint nüchtern, Eifersucht ist die Angst vor dem Vergleich, nicht standzuhalten. Der Eifersüchtige hält dem Vergleich nicht stand. Gibt es ein Geheimrezept? Gibt es eine Therapie gegen Neid und Eifersucht? Im Propheten Jesaja, Kapitel 66, da lesen wir von so einem
Geheimrezept. Freut euch und seid fröhlich über die Stadt. Freut euch und seid fröhlich mit Jerusalem. Freut euch über diese Stadt. Gegen Neid und Missgunst, gegen Eifersucht und Bitterkeit hilft die Freude. Dass sich mitfreuen, jemandem anderen etwas zu gönnen. Freut euch doch am Glück Jerusalems. Freut euch an der Treue Gottes zu dieser Stadt, zu diesem Volk. Freut euch an der Geschichte Gottes mit Israel. Freut euch, das ist ein völlig neues Lebensgefühl, eine ganz neue Denkrichtung, eine neue Einstellung, die uns hilft, aus dem Neid und aus der Eifersucht rauszukommen. Übrigens weiß das auch der Jude Paulus. Paulus, der empfiehlt, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Wahrscheinlich hat er Nehemia im Ohr. Denn diese Freude am Herrn ist eure Stärke. Nein, nicht Neid, Missgunst und Eifersucht machen glücklich und zufrieden, sondern die Freude. Und von dieser Freude kommt etwas auf und in uns zurück. Und es ist wie Therapie, wie Balsam auf der Seele gegen jede Form von Neid. Das wünsche ich Ihnen. Shalom. Wir möchten Ihnen mit dieser Sendung Anstöße geben und allen helfen, die nach Antworten in Bezug auf Israel und die Kirche suchen. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe. Israel geht uns alle an, weil der Gott der Christen der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Jesus Christus war Jude, die Kirche ist aus dem Judentum hervorgegangen. Es gibt eine enge geistliche Verbindung zwischen dem Volk Israel und dem Heiligen Land. Fokus Jerusalem TV zeigt, was der allmächtige Gott in Israel tut, damals wie heute. Wir berichten möglichst neutral über aktuelle Ereignisse in Israel, beleuchten den Konflikt und stellen Menschen vor, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen. Wir präsentieren zudem Woche für Woche faszinierende Natur, touristische Höhepunkte und jüdische Feste. Bekannte Rabbiner und Theologen erklären die Bibel aus jüdischer und christlicher Sicht. Fokus Jerusalem ist unabhängig und gehört zu keiner Kirche und zu keinem Konzern. Bitte helfen Sie mit, damit möglichst viele Menschen einen neuen Blick auf das Heilige Land und seinen Messias bekommen. Unser Spendenkonto: Fokus Jerusalem GmbH. IBAN DE 90 6005 0101 0400 0500 07. Wir danken Ihnen herzlich für alle Unterstützung durch Gebete und Spenden. Ich möchte noch einmal auf die Bibelverse aus dem Buch des Propheten Sacharja vom Anfang dieser Sendung zurückkommen. Im 8. Kapitel heißt es weiter: In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Nationen der Heidenvölker einen Juden an seinen Rockzipfeln festhalten und zu ihm sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das bedeutet nicht, dass das Volk Israel ohne Fehler ist, aber Gott ist mit ihnen. Darüber berichten wir in dieser Sendung. Bitte setzen Sie sich mit Ihren Gebeten dafür ein, dass dies weiterhin möglich ist. So, wir verabschieden uns mit Aufnahmen aus dem Negev bei Sde Boker, wo Staatsgründer David Ben-Gurion begraben ist. Bleiben Sie mit Israel verbunden. Shalom. Thank you.
und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Corona und die Folgen. Israels Tourismus am Boden. Schofarhörner, spezielle Klänge zu den Feiertagen. Biblischer Impuls von Johannes Luitle, ein Geheimnis zum Ausplaudern.